Und damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu Crysis 3 im Part 3. So, wir haben alle Gegner das letzte Mal markiert. Wir müssen diesen Raum irgendwie durchqueren. Um da hinten hinzukommen, den Liberty Dome, müssen wir doch infiltrieren. Und das mögen die Cell-Soldaten gar nicht, dass wir dahin wollen. Und versuchen das hier mit gekonntem Zustellen der freien Räume abzuwehren. Zack, Nummer 1. So, wir umkreisen erstmal wie so ein Aasgeier. Was ist das hier eigentlich? Das ist derselbe Raum, wo man herkam. Zumindest ein ähnlicher. Derselbe kann es ja nicht sein. Oder der gleiche. Ich habe keine Ahnung. Okay, yes, Granaten. Granatenmunition, alles voll. So. Ach was, das ist doch wie beim Atomkraftwerk hier mit den Kühlstäben oder irgend so ein Krempel. Oh, das nervt! Er steht halt wieder auf! Ah, ich kann mich noch nicht dran gewöhnen, Leute. Jawohl, hammert! Ich glaube, ich muss den Schalldämpfer mal abmachen. Der macht gerade ein bisschen wenig Schaden. Nein! Oh. Yo. Warum habe ich hier schon wieder einen Schusskack drinne? So, eine gezielte Salve reicht doch vollkommen aus. Ja, jetzt wird hier ein bisschen rumgeholzt. Das scheiß Geschleiche, es ging schon im zweiten Teil nicht gut. Komm. Bitteschön. Alter, der hat ordentlich Bums. Yes! Aber hier schreit noch einer und ich habe schon wieder keine Muni mehr. Oh, es rückt noch wer vor. Fuck, ich dachte, das war's. Ah, die denken noch, dass wir da unten sind. Aber dennoch hat mich die EMP irgendwie getroffen. Zack, zwei weniger. Alter Latze, ey. Voll kassiert. Wenn der jetzt eine blöde Granate schmeißt, bin ich echt am Arsch. So, da guckt noch irgendwer auf mich. Der ist unter uns. Er ist unter uns. Keine Ahnung, wo ist der? Da ist er. Fuck you. Die Waffe ist geil, ey. Ein Schuss und den brät's komplett aus den Socken. Bin gleich da. Ah, die Pfeile würde ich mir trotzdem gerne mitnehmen. Ich meine, wir haben nur noch 5. Die nehme ich mir auf jeden Fall mit. Die liegen sowieso ja gleich in der Ecke. Zack, 4 Detonationspfeile. Kann man bestimmt auch schöne Fallen stellen. Na, werden wir früher oder später sowieso noch schön ausgiebig testen können. Kontrollpunkt. Na, wir sind schon das ein oder andere Mal gestorben, also. Oh. Psycho, ich bin durch. Ja, verstanden. Bitteschön. Wir treffen uns am Aufzug des Turms. So. Relativ spät geschaltet, die Jungs. Oh. Vorsicht. Cell aktiviert Geschütze. Du kannst sie hacken. Und ich bin wieder der Arsch. So, kein Ding, das machen wir. Zack. 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 Geschütz gehackt. Yep, ist freundlich gesonnen. Ich hätte es natürlich jetzt echt gerne, dass ich irgendwie feindliche Trupps hierher locke, dass das auch irgendwie ein bisschen sich abreagiert. So. Ah, mach auf die Hütte. Na, bis jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass mit den Minispielchen könnten sie ein bisschen übertrieben haben. Ah, das war doch Psycho. Ah, guter alter Freund hier, der holzt sich durch, ohne Anzug, ohne Mühe. Ich brauche nochmal Muni. Keine Muni mehr. Gibt's keine.
eine Muni. Ausgemunit. Was kann man an der Waffe eigentlich noch machen? Du hast neuerdings Leute. Was? Ich war schon immer ein Teamplayer. Einsatzberichte. Ja, ich erinnere mich. Okay, das ist geil. So ein paar kleine Witzchen mit drin. Psycho-Name, Psycho-Typ, Michael Psycho Sykes. Der britische Staatsbürger Michael Sykes, spätere Nanosuit, Kenno Psycho, wurde im Rahmen einer angloamerikanischen Forschungsvereinbarung in das Delta Force Programm versetzt. Wie andere Nanosuit-Testsubjekte entwickelte auch Sykes eine symbiotische Beziehung zu seinem Anzug, wie auch wir. Eine Beziehung, die in Skinley-Labor SP-11 erfolgreich beendet wurde. Also da wurde rausgeschnitten, was er erzählt hatte. Wiederholte Separationstests zeigten bei Sykes vergleichsweise geringe körperliche Schäden, obwohl der Prozess als außerordentlich außerordentlich schmerzhaft gilt. Aufgrund dieser Schmerzen und seiner verringerten Kampfkraft steht Sykes den Interessen von Cell seit seiner Befreiung aus Labor SP-11 durch Rebellen vermutlich feindselig gegenüber. Also er wurde rausgeschnitten, ist gegen die Cell und steht auf den ihrer Kopfgeldes. Finde ich gut. Die meisten sind Schuldsklaven. Cell gehört unsere Energie. Alles. Kannst du deine Rechnung nicht bezahlen, musst du sie abarbeiten. Was natürlich nicht geht. Toll, was? Es ist ein Teufelskreis, aus dem es keinen drinnen gibt. Also ich finde die Story-Steigerung aus dem zweiten Teil hierher nochmal richtig genial. Man kämpft. Finde ich echt gut gemacht. Hier. Ich zeig dir, was Cell getrieben hat, während du geschlafen hast. Vielleicht verstehst du es dann. Na, dann sind wir ja mal gespannt. Willkommen in New York. Version 2.0. Okay, das ist geil. Was haben Sie getan? Ich find's eigentlich ganz gut. Zurück zur Natur heißt es doch immer, oder? Die Stadt hat eine Energiesignatur. Warum das? Sir, Sie kanalisieren Energie aus Alien-Technologie. Versorgen ihr globales Energienetz über eine einzige Self-Maschine in diesem Dom. So einfach kann es nicht sein. Ist es aber, Mann. Keine Energie, kein Cell. Ganz einfach. Nein, der Alpha-Self hat mir eine Vision gezeigt. Das hatten wir alles schon. Es muss irgendeine Verbindung geben. Prophet, die Aliens sind Geschichte. Du hast sie selbst erledigt, bis auf ein paar wenige. Nein, da steckt mehr dahinter. Wir müssen nur etwas finden. Irgendwo hier, eine Spur. Hör zu, während du irgendein Super-Alien gejagt hast, das es nicht mal gibt, hat Cell die Welt unterjocht. Wir brauchen dich im Hier und Jetzt, Boss. Du musst uns helfen, Cell aufzuhalten. Hier läuft mehr als eure Revolution. Ich habe es gesehen. Cell spielt mit Mächten, die sie nicht mal im Ansatz verstehen. Egal, was sie tun, sie werden die Erde damit zerstören. Wir müssen ihnen das Handwerk legen. Genau das müssen wir. Also los jetzt. Okay, wir einigen uns darauf, dass wir uns nicht verstanden haben, aber dasselbe Ziel verfolgen. Das ist ja auch manchmal wichtig. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ey, das ist geil. Genau das, also das den ersten und den zweiten Teil so verknüpft von der Story und von den Spielelementen und der Umgebung. Das ist natürlich echt geil. Sie haben eine Trophäe verdient. Willkommen im Dschungel. Hardware ist intakt. Initialisiere Endgeschwindigkeit. Verstanden, Romeo 1. Sie haben es geschafft. Willkommen in der Hölle. Der Liberty Dome soll eine Seth-Bedrohung isolieren. Sie sind also im Vorteil. Cell ergreift bereits erste Gegenmaßnahmen. Sie haben ungefähr 30 Minuten Zeit. Der markierte Bereich ist noch sicher. Nur minimale Bodenaktivitäten von Cell. Aber die Türme sind immer noch funktionsfähig. Seien Sie vorsichtig und bringen Sie die Hardware nach Hause, Romeo 1. Alles klar, also wir sind unter dieser Kuppel, die wir da gerade gesehen haben. Zumindest waren da irgendwie hier diese Domes. Und wir sind jetzt vor den Aliens anscheinend irgendwie sicher.
Na, dann sind wir mal gespannt. Das heißt, erstmal nur gegen Cell-Soldaten. So wie in jedem Crisis-Teil bis jetzt. Das ist Claire, New Yorks Regionalkommandantin. Sie ist zwar keine Soldatin, aber sie macht einen verdammt guten Job. Seit wann respektierst du denn vorgesetzt? Tja, weißt du, das hier ist was anderes. Okay, regional. Kommandantin, habe ich es nicht verstanden und die hat uns da gerade das Einsatzziel gesagt. Naja, technisch gesehen habe ich mein Wort ja gehalten, oder? Ja, ist schon eine geile Socke. Okay. Datenbank haben wir hier nochmal erhalten. Energiesignaturanalyse, bla bla bla, Ausdehnung unbekannt, Basisenergieparameter entsprechen bereits bekannter Alien-Technologie, aber Energiemodulation zu 100% inkonsistent mit allen bekannten CEF-Systemen. Energiemodulation 100%, bla bla bla, Hypothese, extrem leistungsstarkes Zellenergiesystem wurde für Cell-Zwecke umgewandelt, Wahrscheinlichkeit, verstehe ich alles nicht. Weil da Fragezeichen stehen, muss ich da mehr Informationen finden und das wird dann ausgefüllt und ergibt dann alles Sinn. System gestört. Na klasse, das geht ja schon mal richtig gut los. Vielleicht ist der Akku alle. Gib mir mal eine Duracell. Sieh dir das an. Direkt aus den Skin-Laboren. Experimentelle Nanotech. Nano-Suit-Upgrade geortet. Sofort integrieren. Halten? Ah, das ist das. Okay. Select. Nur einmal Select drücken. Ah, okay. Es gibt auch wieder den Skill Tree. Allerdings ist der ein bisschen übersichtlicher. Aber nicht ganz so schön wie im zweiten Teil. Anzugstatistik, Energie haben wir alles. Da unten links haben wir alles noch 0. Ich kann aber auch nichts auswählen. Wieso? Geht nicht. Freischaltung. Maximal 75. Bleibt in der Nähe von Gegnern. 0. Verstehe ich nicht. Geht erstmal nicht. Das ist immer gut. Ich hoffe, das ist es wert. Mache ich auch immer. Wenn irgendwas nicht geht, einfach nochmal ausmachen, nochmal anmachen. Tja, das ist es wert. Okay, wir brauchen anscheinend diese Upgrade-Teile. Und dann muss man im Level noch aufsteigen oder irgend sowas. Wir werden es wahrscheinlich früher oder später noch erfahren. Alter Latz, ist das geil. Ist das geil. Also Last of Us kann sich hier eine Scheibe... Nee, kannst du nicht. Sieht relativ ähnlich aus. Willkommen im Dschungel. Seht ihr diese riesige Kuppel hier drüber? Oh, diese Lichteffekte. Ich liebe es. Guck mal hier, selbst durchs Visier, wie das Licht noch hier bricht. Ach, schön. Ach, schön. Hat sich viel geändert. So hat alles angefangen. Ey, wie sich die Natur hier alles zurückhört. Ein Baum, der einfach mitten durchs Haus wächst. Cell hat die Energie umsonst bereitgestellt. Da konnte niemand mithalten. Wenig später hatten sie ein Monopol. Dann haben sie die Preise erhöht. Und als die Leute dann hoch verschuldet waren, hat Cell sie in die Freiwilliglager getrieben. Ach krass, habt ihr das gerade gehört? Also Cell war der Energieanbieter. Also hat den Strom hier kostenlos verteilt. Später hat Cell dann eben die Kosten dafür angehoben oder erstmal erhalten, dann die Kosten angehoben und das konnte dann keiner bezahlen und dann haben sie die Menschheit hier versklavt. Ja, also ganz ehrlich, könnte jetzt auch langsam so weit sein hier. Alles wird teurer und irgendwann holst du dir ein Brot, kannst du dir nicht leisten und dafür bist du dann der Sklave vom Aldi. Vorsicht, Minenfeld. Cell benutzt intelligente Munition. Die explodiert nur bei Feinden. Wie uns. Kann ich die nicht hacken? Mit deinem Anzug auf die Minen zu. Schalt sie ab. Wie? Halten und aktivieren? Ah, da hinten. Ja, das habe ich leider schon befürchtet, dass man wahrscheinlich hier jeglichen Schmutz hacken muss. Das müsste reichen. Komm schon. Naja, gut. Bis jetzt nervt es noch nicht, aber es kann schon sein, dass es dann irgendwann... Man muss es ja auch nicht machen. Ich glaube, es wird dann noch wesentlich... Wäre natürlich geil, könnte man die mitnehmen und könnte selbst Fallen legen. Ah! Alter, die kennen wir doch noch auf dem zweiten Teil. Nichts, nur eine Überspannung. Ja, eine Überspannung. Ein Schiss ins Höschen. Geht schon wieder. Krass.
ist das? Ach, stimmt, wir sind ja unter der Kuppel. Hier ist keine Seth. Seth hier Alien-Aktivität. Ja, wer ist denn jetzt was? Das sind die Biester. Ach, krass, guckt euch das an. Geil wäre, wenn man jetzt einsteigen könnte oder so. So. In den Alien. Ins Alien-Auge. Ei gehauen. Okay, das funktioniert auch alles wieder. Ach, ist das schön. Oh, ich kann mich gerade hier noch nicht so richtig satt sehen. Es ist einfach nur wunderschön. Hier auch, wie das Gras im Wind sich wiegt. Und vor allem, man verdrängt das Gras. Das finde ich so geil hier. Dass es halt nicht durch einen durchflutscht, sondern dass man das verdrängt. Das ist bei heutigen Spielen, ist das wieder so ein bisschen aus der Mode gekommen. Ich habe das auch wieder bei der Battlefield Beta und sowas gesehen. Man flutscht einfach durch. Das sieht scheiße aus. Ich meine, wir waren doch schon mal so weit. Warum jetzt wieder so ein Rückschritt? Naja. Alter! Brauchst du Hilfe? Lass mich mal. So macht man das. Einfach. Mit einem kleinen Knöchel. Arschloch. Hallo? Ich hab dir geholfen. Ich guck einmal ganz kurz hier unten, ob hier noch irgendwo Muni ist. War ja bis jetzt immer so, dass das so ein bisschen versteckt war. Okay, da kann ich nicht hoch. Aber wartet mal, es kann natürlich auch sein, dass hier alles vermint ist. Ah, guck mal, hier haben sich alle verbarrikadiert. Also alle Schiss hatten vor diesen Cell-Soldaten. Ah. Das soll, soll ich das hier sehen, oder? Cell. Cell Power. Oder soll ich das wegploppen sehen? Ich weiß nicht genau, was ich mir angucken soll. Ja, die Versklavung halt über Propaganda und... Wir haben irgendwas entdeckt. So. Ich weiß nicht was. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Wir haben auf jeden Fall keine Munition gefunden. Das macht mich traurig. Wechsel erstmal wieder die Waffe. Highland Park betreten. Primärziel erreicht. Aufpassen. Ihm tut noch das Knie weh. Und man lacht darüber nicht. Bist du okay? Hier ist nichts. Da, Todesmal. Wenn es dich sieht, bist du erledigt. Was ist denn da? Ich sehe gar nichts. Zurück! Komm zurück! Was denn nur? Ich sehe überhaupt nichts. Was sie auch gefunden haben. Es ist tot. Wo ist die Station 34. Straße? Ein paar Klicks. Aber wir müssen erst die Todeszone umgehen. Oh, shit. Da oben sind fette MGs dran. Okay, nicht MGs, das sind fette... Irgendwas Fettes. Nein, Cell kommt näher. Keine Zeit zum Umgehen. Todesradius und Kadenz sind in einem vertretbaren Bereich. Wir können einfach durchgehen. Hört ihr das, ihr Schweine? Ja, ich mach euch alle fertig. Kommt schon, traut euch! Alter, jetzt reißt dich am Leben, Junge. Bist du verrückt? Echt, die Geschütze machen dich fertig. Ah, verstehst du's langsam? Die haben meinen Nanosuit, Prophet. Ich bin ein Mensch. Ein Mensch? Weißt du, was ich geopfert habe, um die Seth zu stoppen? Wie kriege ich das je zurück? Oh, Scheiße. Wie sieht dein Plan aus? Unterstützung. Ziel erfassen und zerstören. Aufklärung. Du machst den lustigen Teil. Das ist nicht der Psycho, den ich kannte. Die Dinge ändern sich. Und hops. Okay, das ist Teamplay. Jeder hat seine Aufgabe. Okay, so sieht's aus. Ich gebe die Position durch, sobald ich sie sehe. Wie die hier in Sektor 1 Delta 0. Das sind potenzielle Lager. Unser Primärziel ist Turm 3 Delta 3. Sobald du die Hardware hast, stellen wir den Bastard kalt.
Sektor 1, Delta 3. Sieht gut aus. Okay, Waffe suchen. Da, Sektor 1, Delta 0. Waffe suchen, Waffe suchen. So viele Waffen. Sektor 1, Delta 2. Ich hab hier was. Okay, die sind alle relativ dicht hier dran. Ich vermute, es sind die Waffen, die da oben auf uns geschossen haben. Und nehmen uns den nächsten Sektor vor. Okay, mit dem Tarnmodus wird man da relativ easy durchkommen, weil hier ja auch keine kleinen Soldaten sind. So erstmal die Theorie. Ob es in der Praxis wirklich so einfach geht, werden wir sehen. Das nächste Mal hier wieder auf meinem Kanal mit Crysis 3. Haut rein.